26 Stunden ohne Messer, Feuerzeuge, Schlafsack und Essen. 10 Teilnehmer und ein Hund müssen einen ganzen Tag im Wald überleben. Unsere Reporterin Andrea Lange hat beim Überleben ohne Ausrüstung mitgemacht. Das ist einer von mehreren Kursen von der Outdoor-Survival-Schule in Malente. Zusammen mit dem Überlebensexperten Detlef Kammerau absolvieren sie die ungewollte Wildnissituation. Als Nahrung dienen Blätter und Baumrinde. 10 Kilogramm müsste man davon essen, um den Kalorienbedarf eines Tages zu decken. Für die Nacht und gegen den Regen müssen die Teilnehmer Äste, Reisig, Laub und Schilf für einen Unterschlupf zusammensuchen und eine Zeltkonstruktion bauen. Gegen die Kälte wird mit Hilfe eines Flints und Pyrits Feuer gemacht. Mit Hilfe dessen können sie morgens außerdem Wasser kochen und Eier braten. Um die Situation so realistisch wie möglich zu gestalten, werden 2 lebende Enten geschlachtet, gerupft, ausgenommen und am offenen Feuer gebraten. Einige der Teilnehmer nehmen regelmäßig an den verschiedenen Kursen teil. Für einen Familienvater geht es im Februar zum Winter-Survival. Ob Andrea das nochmal mitmacht, bleibt abzuwarten.